Auch am zweiten Wettkampftag der Berlin Open stehen wieder spannende Entscheidungen an. Besonders im Herrenflorett geht es ganz schön zur Sache. Unter den letzten 8 von insgesamt 39 Startern immerhin noch 3 Berliner, allesamt vom SC Berlin. Neben den Elite-Sportschülern Maurice Degler und Joey Köhler auch Altmeister Andreas Urban, der sich allerdings im Viertelfinale geschlagen geben muss. Genau wie Joey Köhler, der an Vorjahresfinalist und Topfavorit Lewis Peach scheitert. Im Damen-Degen ist das Halbfinale mit Fechterinnen aus Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland dann international besetzt. Im Finalgefecht um den Titel kann sich die Italienerin Ilaria Luperi gegen ihre Vereinskameradin Françoise Herren aus der Schweiz durchsetzen. Beide trainieren beim PSV und schätzen das internationale Flair der Bundeshauptstadt und der Berlin Open. Berlin ist eine wunderbare Stadt, also das ist eine sehr dynamische Stadt und das hat ein richtig schönes Flair. Gerade für junge Leute ist das sehr attraktiv und ich finde, das ist genau der Grund, warum auch so viele Leute von außerhalb nach Berlin kommen wollen. Und gerade hier bei den Berliner Meisterschaften finde ich das schön, dass dann Teilnehmer, die eigentlich ursprünglich hier aus anderen Ländern sind und hier trainieren, auch mitmachen. Im Herrenflorett konnte sich Maurice Degler derweil bis ins Finale durchkämpfen, wo bereits der Berlin Open-Sieger von 2015 Leo Pichler wartet. Am Ende setzt sich der C-Kader-Athlet Pichler gegen den erst 16-jährigen Degler durch und wird erneut Berliner Meister. Für den Fechter vom OSC Potsdam sind die Berlin Open der ideale Saisonauftakt, um sich auf die anstehenden Herausforderungen im Weltcup vorzubereiten. Aus demselben Grund kommt der Potsdamer auch immer wieder gerne zum Stützpunkttraining ins Sportforum. Ja, also ich trainiere auch immer manchmal in Berlin so. Da trainiere ich auch mit Maurice und so und Markus, der war heute leider nicht dabei. Also mein schwerstes Gefecht ist immer noch Lewis gewesen. Aber die anderen kommen auch gut nach und da hat man ein bisschen mehr zum Fechten und ist nicht so einseitig. In den Teamwettbewerben gehen die Titel an die Florettdamen vom OSC Berlin und im Herrendegen an die Mannschaft vom SC Berlin, die sich gegen eine starke Equipe aus Warschau durchsetzt. Das nächste Highlight im Berliner Fechtsport steht dann am 2. Januar-Wochenende an, wenn beim Traditionsturnier Weißer Bär wieder die Klingen gekreuzt werden. Zu sehen natürlich wie immer auf Hauptstadtsport TV.